Hallo, schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute ist Weihnachten, deswegen erstmal an alle da draußen fröhliche Weihnachten. Ich hoffe, es geht euch gut, ihr habt ein paar ruhige Tage und genau, ich werde das morgens hochladen, dann ist vielleicht der Stress auch noch nicht so ausgebrochen, dann ist noch alles entspannt mit einer Tasse Kaffee, hoffe ich. Genau, ich habe es euch ja schon angedroht, es gibt jetzt fast jeden Tag einen Tag von mir, weil ich einfach ein paar Tags noch machen würde, die mich sehr angesprochen haben, die ich halt noch gerne machen würde. Punkt. Und ich bin auch noch zu einem ganzen Haufen Tags getaggt worden und die würde ich auch gerne in diesem Jahr noch alle hochladen, dass ihr noch schön was zu gucken habt in den freien Tagen und dass ich sauber ins neue Jahr gehe quasi. Und dieser Tag hier, den habe ich bei Ingo von Senf dazu gesehen, den Weihnachtslieder-Tag. Und er hat mich jetzt nicht explizit getaggt, ich würde ihn aber trotzdem gerne machen, weil ich die Fragen sehr, sehr cool fand und ich fand das auch schön jetzt für den Heiligen Abend. Dann könnt ihr jetzt schon mal Weihnachtslieder üben. Aber ich singe nicht. Ich lese es vor. Okay, die erste Frage. O Tannenbaum, es piekst und nadelt. Über welches Buch hast du dich dieses Jahr geärgert? Und ja, das finde ich so eine gemeine Frage. So richtig geärgert habe ich mich nicht, aber ich bin mit ja ganz falschen Erwartungen rangegangen. Und zwar von Jonathan Stroud, Lockwood und Co., den ersten Teil. Ich habe mir da sowas erwartet wie. Weiß ich nicht. Kennt ihr Ghostbusters? Ich bin so ein Ghostbusters-Kind gewesen. Ich bin Ende der 80er Jahre geboren und ja, das war ein Muss. Das habe ich auch als Mädchen immer geguckt. Mit Slimog und so. Und ja, sowas habe ich mir erwartet. Sowas mit Action und sowas mit, ne? Und ja, leider war es ein sehr, sehr ruhiges Buch, wo nicht viel passiert, wo mir die Charaktere alle nicht schön waren, nicht sympathisch waren. Und ja, leider hat es mich irgendwie nicht mitgenommen. Obwohl alle das so hypen. Und deswegen tut mir das auch so leid. Und deswegen ärgere ich mich auch. Weil ja, ich wollte das auch so gerne mögen. Und ich hatte so Bock auf so eine Ghostbusters-Geschichte. Und dann ist das einfach nichts. Und das hat mich schon sehr geärgert. Ich hoffe, das zählt. Genau, dann die zweite Frage. Stille Nacht. Ein ruhiges Buch, das dir dieses Jahr gut gefallen hat. Und das habe ich jetzt im November gelesen, Die Rivalin von Michael Robottom. Nee, stimmt gar nicht. Das habe ich jetzt Anfang Dezember gelesen. Das wisst ihr noch gar nicht, ne? Weil mein Lesemonat noch gar nicht online war. Genau, ich habe nämlich Die Rivalin gelesen in der Thriller-Lesegruppe bei Facebook. Und das ist ein sehr, sehr ruhiges Buch, auch wenn da Thriller vorne drauf steht. Aber das hat mir total gut gefallen, weil mich die Thematik mit der Kindesentführung natürlich sehr, sehr angesprochen hat als Mama. Was für ein Albtraum das ist, aber auf der anderen Seite konnte ich die Entführerin auch irgendwie verstehen und nachvollziehen. Und ja, es ist halt ein Thema, dass immer mehr Frauen keine Kinder kriegen können und dass diese Frauen oder nicht alle Frauen um Himmels Willen, man kann diese ganzen Frauen nicht alle über einen Kamm scheren, aber dass es vielleicht, ja. Manche Frauen von der Psyche her dann doch, ich meine, bei ihr war es ja noch mal was anderes. Da ist ja noch viel, viel mehr vorgefallen. Da war ja so viel Mist. Die tat mir richtig leid. Und das war irgendwo so psychologisch gut gemacht, weil eigentlich war es ja die Feindin in dem Moment. Weil, ja, sie hat ja das, ne? Ja. Also, auf jeden Fall eine Buchempfehlung, weil es ist sehr, sehr spannend, was dieser Frau in der Vergangenheit passiert ist. Es ist sehr, sehr spannend, wie sie das macht, weil das, ja, man weiß ja schon, worum es in dem Buch geht. Schon allein, wenn man den Klappentext liest. Aber man ahnt das am Anfang nicht, dass es wirklich so kommt. Man ahnt es, aber man kann es nicht glauben, weil, ja. Ihr müsst es lesen, es ist echt gut. Ich fand es echt gut gemacht, auch wenn es ein eher ruhiger Thriller ohne große Action. Also es ist jetzt kein Ethan Cross, ne? Das ist ja so die andere Reihe dieses Jahr. Da sind wir schon bei der dritten Frage. O du Fröhliche, welches Buch hat dich dieses Jahr so richtig zum Lachen gebracht? Und das war die Reihe von Ethan Cross, weil ich, ja. Ich fand das grandios. Also ich habe keine Komödie dieses Jahr gelesen, aber das war so das Witzigste, was ich dieses Jahr gelesen habe. Und ich konnte mich bei manchen Bänden musste ich wirklich, ja, wirklich lachen und schmunzeln.
dieser Charakter, Eckermann Junior, diese ganze Zusammenspiel von den Charakteren, ich finde die alle so einzigartig grandios in den Büchern. Und es gibt ja viele, die gehen zum Beispiel, Megan, ne? Megan heißt sie, ich werf gerade, glaube ich, fast durcheinander. Ich bin mir nicht, auf jeden Fall sie ist ja vielen eigentlich unsympathisch, aber ich finde auch sie, das muss einfach, die gehört da rein, damit die Bücher so werden können. Und ja, ich freue mich auf den Teil, den ich jetzt noch hier habe aus der Bücherei. Ich bin der Hass und hoffe, dass ich das dieses Jahr noch beendet kriege, dass ich das auch mal in der Bücherei zurückgeben kann. Genau. Und finde die großartig. Super Reihe. Die vierte Frage. Alle Jahre wieder. Gibt es ein Buch, das du häufiger oder vielleicht sogar regelmäßig liest? Also ich lese keine Bücher regelmäßig. Wobei, halt, stopp. Ich habe mir vielleicht, wir lesen das gerade zum ersten Mal. Und zwar Der Weihnachtosaurus von Tom Fletcher. Aber das ist ein Buch, was ich mir vorstellen könnte, jedes Jahr mit den Kindern zur Weihnachtszeit zu lesen, weil ich es so schön finde. Wirklich. Guckt es euch auch als Erwachsene an. Es ist so schön geschrieben und so schön gemacht. Und ja, das könnte ich mir vorstellen, dass wir daraus eine Regel machen. Und ansonsten habe ich zweimal gelesen Der Herr der Ringe und das war's. Ich glaube, das war's. Genau. Und das würde ich eventuell noch mal auch lesen. Aber jetzt nicht, dass ich sage, das muss jetzt jedes Jahr einmal gelesen werden. So jetzt nicht. Aber das könnte ich mir vorstellen. Fünfte Frage. Morgen kommt der Weihnachtsmann. Auf welche Veröffentlichung, Ankündigung hast du dich dieses Jahr besonders gefreut? Ja, das ist ein bisschen schwierig, weil ich habe ja dieses Jahr erst angefangen, das Ganze so ein bisschen zu beobachten alles, ne? So dieses ganze Bücherleben. Ich war ja vorher ein ganz normaler Leser, der vielleicht 10 Bücher im Jahr gelesen hat, sage ich jetzt mal. Deswegen ist das jetzt so das erste Jahr gewesen, wo ich mich mit Veröffentlichungen, mit Verlagen, mit Autoren beschäftigt habe. Aber nachdem ich Size 1 gelesen habe, habe ich mich mega auf den zweiten Teil gefreut. Ich konnte es kaum erwarten. Und ich habe ja ein bisschen damit gewartet, weil ich dachte, sonst ist der Zeitpunkt zu Teil 3 so lange. Und Leute, ich hätte besser noch was gewartet, weil dieses Ende von dem zweiten Teil ist, Entschuldigung, ist so gemein. Ja, echt fies. Ihr wartet besser, bis die 3 Bände zusammen sind. Ja, sonst könntet ihr ins Buch beißen. Ich schwöre es euch. So, sechste Frage. Schneeflöckchen, Weißröckchen. Das romantischste Buch des Jahres. Ich habe Anfang des Jahres 6 Bände, 5 Bände, 6 Bände von der Green Mountain-Reihe von Mary Force gelesen. Und das waren so die romantischsten Bücher, die ich dieses Jahr gelesen habe. Da geht es um eine romantische Kleinstadt Vermont. Vermont, Vermont. Oh Mann. Da geht es um eine sehr sympathische 12-köpfige Familie und in jedem Buch. Also es sind halt die Eltern und 10 Kinder. Und in jedem Buch wird so ein Kind, ja, zum Glück geführt, nennen wir es mal so. Das waren, die haben mir, ja, teils, teils, die haben mir ganz gut gefallen, manche Teile ein bisschen weniger gut. Das kann ich auch genau erklären, aber ja, vielleicht mache ich mal, wenn alle Bücher durch sind, eine Reihenvorstellung und mit einem kleinen Spoiler-Teil, dass ich euch auch mal sagen kann, welche Teile mir aus welchem Grund nicht so gut gefallen haben. Ja, der erste und der zweite waren grandios. Da könnt ihr gut zugreifen. Ich glaube, der erste heißt. Ach, hatte ich das nicht gerade eben schon mal in einem Tag? Moment. Der erste. Ich dachte, ich hätte es schon mal gehabt. Alles, was du suchst, ja. Alles, was du suchst, ist der erste Teil. Könnt ihr euch mal anschauen, wenn ihr sowas mögt. Genau, die siebte Frage. Morgen, Kinder, wird es was geben. Welches Buch hat dich dieses Jahr so richtig überrascht? Da konnte ich mich nicht entscheiden. Zum einen war das, nachdem ich das bei Thorsten gesehen habe, nachdem ich das jahrelang in meinem Schrank stehen hatte, ich habe das sogar einmal angefangen und habe es einfach nicht weitergelesen. Und dann stand das da Jahr um Jahr um Jahr.
Und dann sehe ich das bei Thorsten auf dem Kanal von Peter V. Brett, das Lied der Dunkelheit. Und dann war das so geil. Und ich dachte, boah, warum hast du das nicht schon früher gelesen? Das steht jahrelang in deinem Schrank rum und du liest es einfach nicht. Also ja, das hat mich so richtig überrascht. Und dann hat mich aus den Socken gehauen Never Night von J. Christoph. Ja, und zwischen den beiden konnte ich mich jetzt auch gar nicht entscheiden, weil das hat mich genauso überrascht. So gut und so cool und Mia, so ein toller Charakter. Und ja, diese beiden haben mich sehr überrascht dieses Jahr. Die achte Frage. Süßer die Glocken, die klingen. Hast du in diesem Jahr ein Buch gelesen, in dem Musik eine Rolle spielt? Wenn ja, welches? Wenn nein, warum nicht? Ich habe ein Buch gelesen, das Lied der Dunkelheit, wie gerade schon erwähnt. Und da spielt ein Charakter, ein Jongleur namens Roger, eine große Rolle. Und dieser Roger ist auch musikalisch und spielt Fiddle. Und das ist für das Buch noch sehr wichtig. Ich hoffe, das zählt, weil sonst ist mir mit Musik leider nichts eingefallen. Ich habe noch auf dem Sub Höllenjazz stehen und da geht es ja um den Serienkiller, wo alle Menschen Jazz anmachen müssen in den Häusern und sonst werden sie umgebracht, wenn da Stille ist. Aber das habe ich ja noch nicht gelesen, das zählt ja dann nicht. Aber das interessiert mich sehr. Genau. Anderes Thema. Neunte Frage. Klingglöckchen. Dein Buch des Jahres. Ja, mein Buch, mein Hörbuch, Entschuldigung, dein Hörbuch des Jahres. Mein Hörbuch des Jahres ist Never Night, weil ich das als Hörbuch auf Spotify gehört habe. Und ja, die Sprecherin auch super. Never Night, geil. J. Christoph, geil. Alles super. Mein Hörbuch des Jahres, auf jeden Fall Never Night. Die zehnte Frage. Lasst uns froh und munter sein. Hast du dieses Jahr an Leserunden teilgenommen oder mit anderen zusammengelesen? Ja, es ist ja mein erstes YouTube-Jahr. Ich habe am 2.2. das erste Video hochgeladen. Und ja, deswegen war dieses Jahr voll gepackt mit Leserunden und und auch gemeinsames Lesen. Ich habe so viele Leute dieses Jahr kennengelernt, so viele, ja, so viele nette Menschen, mit denen ich dann zusammengelesen habe und wo mir, wenn das Buch zu Ende war, dieser tägliche Austausch so gefehlt hat, Wahnsinn, wie das über WhatsApp und übers Internet und über YouTube, so gehen kann. Echt total toll. Also ja. Ja, habe ich also dieses Jahr. Genau. Elfte Frage. Ihr Kinderlein kommt. Das Kinderjugendbuch des Jahres. Ja. Die habe ich jetzt alle hier liegen, weil ich gerade eben auch dieses Kinderbuchvideo gemacht habe. Der Weihnachtosaurus ist auf jeden Fall mein Kinderbuch-Highlight des Jahres. Aber ich möchte auch erwähnen, Petronella Apfelmus. Diese kleine Hexe ist mir genauso ans Herz gewachsen wie meiner Tochter, würde ich fast sagen. Ich bin auch schon sehr gespannt immer, wie es weitergeht. Sehr lustig geschrieben, sehr schöne Zeichnungen. Ein tolles Kinderbuch. Dann habe ich jetzt leider nur die Weihnachtsvariante hier liegen, aber von Andreas Haarschmachtel Tilda. Alles um die kleine Maus Tilda finde ich total süß. Macht Spaß vorzulesen. Ein ganz hervorragendes Zauberbuch, Kinderbuch. Zauberhaftes Kinderbuch, das wollte ich sagen. Und dann, das liegt jetzt ganz unten, das nenne ich jetzt einfach mal nur der Räuberhotzenplotz, den ich durch Chrissy entdeckt habe. Auch total klasse. Genau, das waren meine Kinder- und Jugendbücher dieses Jahr. Zwölfte Frage. Leise rieselt der Schnee. Kälte, Eis und Schnee. Welches Buch hat dich dieses Jahr ordentlich frieren lassen? Und so das gruseligste Buch dieses Jahr war für mich die Passage-Trilogie von Justin Cronin, beziehungsweise der Übergang und der zweite Band. Die 12. Ja, sehr gruselig, sehr, ja, die ganze Atmosphäre in dem Buch. Aber so ein toller Schreibstil, so gefesselt war ich schon ewig nicht mehr von dem Buch. Also, ja, das war auch echt,
Das war eigentlich auch mit ein Highlight. Also ich kann mich die, ich habe so viele gute Bücher dieses Jahr gelesen. Echt Wahnsinn. 13. Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen. Welches Buch sollte dieses Jahr unter jedem Weihnachtsbaum liegen? Ja, und jetzt muss ich es nochmal hochhalten. Ich muss es nochmal zeigen. Und zwar der Weihnachtosaurus. Weil es ist so schön, Leute. Wirklich, es ist so toll. Ich weiß nicht, ich habe es ja schon in dem anderen Video mal so gezeigt. Ich mache es jetzt hier einfach nochmal, weil es ist so toll, weil erstens werden die Kinder, denen man es vorliest und auch ich als Leser, wir werden persönlich angesprochen. Wir bekommen Fragen gestellt, wir müssen mit überlegen. Dann gibt es hier großgeschriebene Sachen, dann gibt es Zeichnungen, dann gibt es großgeschriebene Wörter, es gibt noch mehr Zeichnungen. Und es gibt Lieder und Reime von den Elfen, die sind dann immer so geschrieben. Genau. Es ist wirklich, wirklich cool. Es ist zum Beispiel, ich zeige euch das mal so. Ach Mist, wo ist es denn? Ich finde es gerade nicht. Es ist besonders cool, wenn wenn der Weihnachtosaurus schlüpft. Ich finde es noch. Da. Ups. Dann seht ihr nämlich mal, es ist zum Beispiel so dieses Knacks. Das finde ich so cool. Das ist einfach nur süß. Und ja, selbst die Kinder haben Spaß dran und fragen auch immer, oh, was steht denn da, wenn da so ein dicker Schriftzug kommt? Genau. Also ja, dieses Buch sollte unter jedem Weihnachtsbaum liegen, weil das ist auch für Erwachsene so schön. Genau. Fröhliche Weihnacht überall. Es darf, soll plattformübergreifend gedeckt werden. Ja, ich würde gerne meine Altverdächtigen taggen. Und zwar Alice im Bücherland, Bücherengel, Suses Bücherregal, Keks and Coffee. Dann würde ich gerne die Book Friends Forever taggen. Dann First Lady Style Books und Claudia Soy-Lou, weil die mich auch oft taggen und immer an mich denken. Und Michi Rollt und ja, macht doch einfach alle mit, weil ich finde, der Ingo hat sich da so viel Mühe und so coole Fragen ausgedacht. Lasst uns denen doch was rumgehen. Die Weihnachtstage sind doch noch ein bisschen. Ja, würde mich freuen. Genau, und ja. Wenn es so weitergeht, wenn es so kommt wie geplant, dann gibt es morgen schon den nächsten Tag. Vielleicht habt ihr ja Lust morgen früh zum Frühstück. Ich würde mich freuen. Bis dann, macht's gut und lasst es euch gleich gut gehen. Lasst euch reich beschenken und lasst es nicht in Stress ausarten. Das ist so mein wichtigstes Motto jedes Jahr Weihnachten. Bloß kein Stress. Genau. Lasst es euch einfach gut gehen. Bis dann. Tschüss.